Computational Thinking mit BBC Microbit. Sprachen für Mensch und Maschine. Um mit anderen Menschen kommunizieren zu können, ist es hilfreich, wenn man dieselbe Sprache spricht. Dasselbe gilt für Computer und eben meinen Roberto. Computer verstehen natürliche Sprachen, wie wir sie sprechen, und du sie gerade verstehst leider nicht. Computer verstehen Maschinensprache. Ein Wort oder ein Befehl in Maschinensprache ist nichts anderes als eine bestimmte Kombination von Nullen und Einsen, also eine bestimmte Abfolge von Spannung an und Spannung aus. Aber keine Sorge, es gibt einen einfacheren Weg, dem Computer mitzuteilen, welche Aufgaben zu erledigen sind. Dafür gibt es Programmiersprachen. Das sind künstliche Sprachen, die Wörter unserer Sprache verwenden. Um Roberto sicher vom Start ins Ziel zu bringen, habe ich das folgende Programm in einer bestimmten Programmiersprache geschrieben. Es handelt sich dabei um eine genaue Anleitung zur schrittweisen Lösung eines bestimmten Problems. Man sagt dazu auch Algorithmus. Das Programm setzt sich aus 10 Befehlen zusammen. Für jede Programmiersprache ist ganz genau definiert, wie die Befehle aussehen oder aufgebaut sein müssen. Das ist wie bei der Rechtschreibung und Grammatik im Deutschen. Und was der Befehl macht. Roberto soll nun das Programm ausführen. Damit er das kann, müssen die Befehle der Programmiersprache in Maschinensprache übersetzt werden. Dazu braucht es ein bestimmtes Übersetzungsprogramm. Je nach Art der Übersetzung spricht man von einem Compiler oder Interpreter. Nun kann Roberto das Programm ausführen. Nun zum BBC Microbit. Um ein Programm für den Microbit zu schreiben, kannst du zwischen einer blockbasierten Programmiersprache oder den Programmiersprachen JavaScript und Python wählen. Klickst du auf Herunterladen, so wird der Programmcode in Maschinensprache übersetzt. Die Datei, die vom Microbit ausgeführt werden kann, hat die Dateiendung .hex. Das ist eine sogenannte Binärdatei.